Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, bei absolutem Mistwetter, Dauerregen, 6 Grad und ganz viel Wind sitze ich hier im Volvo C40 und frage mich gerade, man sagt ja dem C40 oder den Volvo Elektroautos ja sowieso nach, dass sie doch ein bisschen viel verbrauchen, also nicht besonders effizient sind. Ja, und bei so einem Wetter wie heute, wenn ich damit auf die Autobahn fahre, bei Tempo 130 auf eine relativ lange Strecke, also 130 Kilometer von Bremen nach Bremerhaven und zurück zum Beispiel, wie sieht es da denn aus? Also auch gerade jetzt im Vergleich zum Beispiel zu unserem Model Y. Und das hingegen soll ja sehr, sehr effizient sein. Das wissen ja viele, die Model Y fahren und auch wir, die das jetzt ja schon länger fahren, wissen, dass der Wagen sehr effizient ist. Aber bei so einem Wetter wie heute, sind da die Unterschiede wirklich noch so groß? Oder nivelliert das Wetter die Verbräuche doch irgendwie so auf ein Niveau? Der Single-Motor hier, der C40 mit einem Motor, soll ja viel effizienter sein als sein großer Bruder mit den zwei Motoren. Kann er diese Stärken bei diesem Wetter ausspielen? Tja, das wird ein sehr spannender Test, also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, wie sind also die Rahmenbedingungen? Ich sitze hier im Volvo C40 Single. Wir haben noch 90% im Akku. Der Akku ist 67 Kilowattstunden groß. Die kann ich nutzen. Brutto hat er 69. Und wir treten an gegen unser Model Y. Das hat einen 82 Kilowattstunden großen Akku. Davon sind so rund 77 Kilowattstunden nutzbar. Das Model Y hat jetzt noch 86% Akkustand. So, und bei diesem Wetter hier, Dauerregen, 6 Grad und viel Wind, da treten wir jetzt mal gegeneinander an. Wir fahren 130 auf der Autobahn von Bremen nach Bremerhaven und zurück. Das sind also die 130 Kilometer. Und dann möchte ich doch mal wissen, ob dieser Volvo wirklich so viel mehr verbraucht als unser Model Y. Denn vom CW-Wert hier, da liegen wir ja nun richtig, richtig krass deutlich drüber. Wir liegen bei 0,31, haben auch eine riesen Stirnfläche, sogar eine ja, fast senkrechte Stirnfläche. Und beim Model Y ist das ja alles so ein bisschen stromlinienförmig, gestreamlined und da liegen wir bei 0,24 CW-Wert. Also wirklich krasse Unterschiede. Hier haben wir Ganzjahresreifen drauf und beim Model Y haben wir Winterreifen drauf. Interessanterweise sind die beiden Autos, was das Gewicht angeht, nahezu gleich. Ich glaube, da gibt es irgendwie 20 Kilo Unterschied und das, obwohl das Model Y einen viel größeren Akku hat als der C40 hier. Also kann man mal sehen, dass das Gewicht in diesem C40 sich doch ein bisschen anders verteilt. Das ist nicht primär der Akku, sondern ist natürlich auch die ganze Verarbeitung. Ja, und was gibt es sonst noch zum C40 zu sagen, in dem ich hier sitze? Wie gesagt, Single-Motor-Variante, das ist die Plus-Version und wir haben hier mit allen Extras, die hier drin sind, also Assistenzsysteme, Travel Assist und so weiter, Spurhalteassistent und auch adaptiver Tempomat, haben wir hier einen Preis von rund 59.000 vor Förderung, der hier aufgerufen wird von Volvo. Das Model Y, so wie wir es fahren, kostet auch so um den Dreh. Das war dann mit dem weißen Interieur und dem Metallic-Lack bei 62.000 Euro. Also das heißt, die beiden Autos liegen auch preislich relativ eng beieinander. Und ja, aber trotzdem Volvo-typisch hier im C40 natürlich ein sehr schöner Innenraum. Materialien sind alle eigentlich sehr schön anzusehen, auch sehr schön anzufassen. Es ist natürlich Plastik, das wissen wir ja alle. Aber auch ein bisschen Filz da drin. Aber die Materialien wirken überhaupt nicht billig. Sie wirken sehr hochwertig und sind Volvo-typisch erstklassig sich verarbeitet. Überhaupt ist ja der Volvo sprichwörtlich ein sehr sicheres Auto und das merkt man dem Wagen auch an, wenn man ihn fährt. Also er liegt extrem gut auf der Straße und fährt sich wirklich mega angenehm. Ja, außerdem hat der Wagen natürlich auch noch eine Anhängerkupplungsoption, die ist hier sogar verbaut. Die kann auch 1,5 Tonnen ziehen und hat 100 Kilo Stützlast. Das ist in dieser Klasse ja auch nicht selbstverständlich, von daher auch ein super Pluspunkt für den Volvo. So, wir sind soweit und pünktlich hat es auch jetzt endlich angefangen zu regnen. Ich habe noch 90% im Akku. Was sagt der Range Assistant? Ja, ideal 260 Kilometer, wenn ich ganz sparsam fahre, 340 Kilometer Reichweite und wenn ich Vollgas gebe, 180 Kilometer Reichweite. Okay, dann starten wir jetzt und würde ich sagen, los geht's. Also das Fahrwerk hier von dem Volvo C40 ist ja immer wieder ein Traum. Also ganz ehrlich, das ist für mich das optimale Fahrwerk. Genau der richtige Kompromiss zwischen Sportlichkeit und Komfort. Und auch die Dämmung hier, die Ruhe in dem Auto, die Laufruhe trotz der breiten Reifen. Wir haben hier 19 Zöller Ganzjahresreifen drauf.
Er liegt einfach extrem satt auf der Straße und ist trotzdem noch super handlich. Und genau wie das Model Y, da kannst du ja hier im C40 One-Pedal-Driving machen, und zwar extrem. Also wenn man das Gas wegnimmt, dann bremst du ja komplett bis zum Stillstand, und zwar ziemlich kräftig. Das probiere ich mal kurz aus. Ja, wunderbar. Also so muss das sein. Und der Clou ist ja, selbst wenn der Akku auf 100% ist, macht er das, weil er dann so schlau ist und die mechanische Bremse stattdessen einsetzt, damit man dieses Bremsgefühl immer hat, egal wie voll der Akku ist. Und das ist natürlich richtig schlau. Und im Gegensatz zu fast allen anderen Elektroautos hört man hier bis zu Tempo 30 im Innenraum keinerlei künstliches Geräusch. Also außen wird man irgendwas hören, das ist ja auch Pflicht, zumindest ab einem gewissen Baujahr. Aber innen drin hört man davon gar nichts, und das ist eigentlich genauso, wie ich es mir vorstelle als Elektroautofahrer. Ja, obwohl der C40 ja mit dem Single-Motor nur 170 kW hat, also 232 PS sind das, beschleunigt er in 7,4 Sekunden von 0 auf 100. Das fühlt sich aber viel, viel schneller an hier. Und wenn man hier mal wirklich durchtritt, also gerade auch bei diesem Wetter, da kriegt der die Leistung nicht auf die Straße, weil er beim Beschleunigen vorne hochgeht, also oder hinten runter, und dadurch verliert er vorne die Traktion. Also der Frontantrieb hier mit der Leistung ist überhaupt nicht ideal. Das macht so eigentlich gar keinen Sinn. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass es ab 2024 quasi ein Update hier von dem C40 gibt. Da wandert der Antrieb von vorne nach hinten. Da wird es einen Heckantrieb geben. Und das wird dann dieselbe Maschine sein wie beim Dual-Motor, also beim Twin Recharge. Die hat dann auch 5 kW Leistung mehr, das ist natürlich vernachlässigbar, aber die sitzt dann hinten. Aber so ist es nun mal. Jetzt geht's bei typischem Move Electric Regenschmuddelwetter auf die Autobahn. Und wir fahren dann die 130 km bei Tempo 130. Und das Model Y fährt erstmal voraus und wir überholen uns dann gegenseitig. Und fahren natürlich nicht Windschatten, damit wir möglichst ein vergleichbares Ergebnis bekommen. Ja, dass das heute so regnet, ist ja eigentlich auch ganz schön, weil das dann so ein bisschen auch wieder so ein Worst-Case-Szenario ist. Wir haben es jetzt, wie viel Grad haben wir es denn? 6 Grad, also ist auch kalt. Und dieser Dauerregen, das ist natürlich für so eine Verbrauchsfahrt überhaupt nicht ideal, aber wir wollen ja auch nicht schön Wetterwelt machen, sondern natürlich schon mal zeigen im Extremfall, wie sieht es eigentlich aus. Und der Wind kommt jetzt hier so ein bisschen schräg von hinten. Das heißt, das ist natürlich erstmal wieder günstig, gerade auch mit dem C40, der ja nun doch eine sehr große Stirnfläche hat und durch dieses Kastige sehr, sehr windanfällig ist, was den Verbrauch angeht. Da haben wir jetzt hier ein bisschen bessere Karten, weil es eben nicht von vorne, sondern von schräg hinten kommt. Aber der CW-Wert 0,32 zusammen mit dieser Stirnfläche, da ist der Luftwiderstand natürlich sehr hoch. Und wenn der Regen immer gegen die Karosse prasselt und auch auf der Fahrbahn liegt, das bremst natürlich aus. Und da muss der Elektromotor gegenarbeiten. Von daher steigt natürlich der Verbrauch. Und ich bin echt mal gespannt, wie wir hier bei diesem Wetter und dieser Fahrt hier am Ende liegen. Ja, mit dem Single-Motor soll ja angeblich der Verbrauch besser sein als mit dem Twin Recharge. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich zutrifft. Ja, bei diesem Regenwetter, wo die Linien nicht so gut zu erkennen sind, weiß ich nicht, da merkt man schon, dass dieser Spurhalteassistent so ein bisschen Probleme hat. Also er driftet doch ein bisschen zu weit nach links, finde ich. Und man merkt auch, dass er immer wieder gegenkorrigiert. Schlingert ein bisschen. Ich weiß ja, wie es bei trockener Fahrbahn war, da war das deutlich besser. Also scheint er jetzt hier mit dem Regen doch noch so ein bisschen ins Schwimmen zu kommen, sozusagen. Kleines Wortspiel. Ja, und ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht. Wir sind zwar erst 15 Kilometer unterwegs, ist ja noch nicht viel, aber jetzt bei der Autobahngeschwindigkeit von 120 und diesem Regen, da liege ich gerade mal bei knapp 26 Kilowattstunden hier mit dem C40. Das ist ein Wert, der überrascht mich doch tatsächlich positiv. Ich hätte jetzt gedacht, wir sind am Anfang eher bei den 30ern. Aber da liegen wir deutlich drunter. So, und jetzt ist hier freigegeben, jetzt geht es auf Tempo 130. Aber das ist bei diesem Mistwetter echt nicht so einfach. Also es schüttet wirklich wie aus Eimern. Das macht wirklich keinen Spaß, so schnell zu fahren. Aber ich werde hier auch noch laufen von Autos überholt. Die fahren locker 150. Also scheinbar kennen manche Leute echt keinen Schmerz.
Ja, dieser C40 hier mit der kleinen Batterie, der hat ja so 67 Kilowattstunden nutzbar. Es gibt natürlich auch noch eine Version mit einer größeren Batterie, das ist die Extended Range. Da sind es dann die 78 Kilowattstunden, sowie auch im Twin Recharge, also die große Batterie in Anführungsstrichen. Aber mit der kleinen Batterie soll er ja laut WLTP 432 Kilometer rund kommen, oder 431 sind es, glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich nur unter Idealbedingungen und im Landstraßen- bzw. Stadtverkehr möglich im Sommer. Das zeigt ja nicht mal der Range Assistant an hier. Momentan, wo liegen wir denn? Wir liegen bei 240 Kilometer im Moment Reichweite. Gestartet sind wir mit 260 und das ist ja nur in 10er Schritten, wie er das anzeigt. Also relativ grob. Ja, nach knapp 35 Kilometer Autobahn sind wir jetzt bei 26,8 Kilowattstunden. Das ist bei Tempo 130 echt überraschend wenig und das bei so einem Wetter. Aber es liegt wahrscheinlich daran, der Wind kommt tatsächlich nicht frontal von vorne, sondern quasi rektal, ihr wisst, was ich meine, von hinten. Und dadurch haben wir quasi so einen gewissen Anschub, ja. Und das macht bei diesem Auto und der Front echt viel aus. Wenn man Rückenwind hat, verbraucht man plötzlich viel weniger. Ja, fragen wir mal Nasilla, was sie jetzt gerade für einen Verbrauch mit dem Model Y hat. Was hast du jetzt denn für einen Durchschnittsverbrauch? Ich habe 235 Wattstunden gerade. 235 Wattstunden, okay, das sind 23,5. Ich habe 26,4. So viel mehr ist das gar nicht. Bin ja echt überrascht. Ja, da gleicht sich das scheinbar aus. Alles klar, ciao. Ja, und interessanterweise bei dem Wetter ist die Heckscheibe hinten im Prinzip total sauber. Kaum Tropfen drauf. Und da scheint also die Aerodynamik die Regentropfen alle wegzupusten. Von daher kann man da super gut durchsehen. Ja, ist auch nötig, weil die Rundumsicht hier in dem C40 ansonsten auch eher schlecht ist. Muss man einfach mal so sagen. Weil die Heckscheibe ist halt sehr klein, auch die C-Säule ist sehr breit und groß. Und das würde ich mir vielleicht ein bisschen besser wünschen. So, wir sind jetzt 54 Kilometer unterwegs, kurz vor der Abfahrt hier. Und wir haben aktuell 27,4 Kilowattstunden. Ist also ein bisschen angestiegen jetzt. Bin mal gespannt, gleich geht es hier wieder runter von der Autobahn, machen wir die Wende und dann geht es auf die Rücktour und dann diesmal mit massivem Gegenwind. Bin ich gespannt. So, und wir haben mal wieder grün hier in Bremerhaven. Wir haben jetzt 63,7 Kilometer zurückgelegt, laut Tacho hier. Und einen Verbrauch von 25,9. Ist also nochmal wieder ein bisschen runtergegangen. Und jetzt machen wir hier die Wende. Und es geht zurück auf die Autobahn. Ja, jetzt gilt's jetzt mit Gegenwind und jetzt gucken wir mal, was Nasilla gerade für einen Verbrauch hat. Ja. Hi, was hast du denn jetzt gerade für einen Verbrauch? 24 Kilowattstunden. 24. Oh, das ist ganz schön viel. Ich habe 26,3. Also wir liegen doch relativ nah beieinander. Jetzt geht's aber zurück und wir haben Gegenwind. Bin ich mal gespannt. Ja, und wenn ihr euch jetzt für ein E-Auto interessiert, es aber vielleicht nicht gleich kaufen wollt, dann wäre doch vielleicht InstaDrive was für euch. Denn InstaDrive bietet Elektroautos im Abo an. Das heißt, ihr zahlt eine Monatsgebühr, eine Pauschale und da ist alles enthalten. Zulassung, Versicherung, Winterreifen, Wartung, Reparatur. Ja, sogar der Strom ist umsonst, zumindest für die ersten 5000 Kilometer, wenn ihr über meinen Aktionscode, den ihr unten in der Videobeschreibung findet, ein E-Auto bei InstaDrive im Abo bestellt. Boah, aber dieses Wetter heute, es ist wirklich mal wieder wirklich unterirdisch. Also bestes Move Electric Rainmaker Wetter. So schlimm hatte ich das wirklich schon lange nicht mehr. Und für diesen Test finde ich das ja wirklich spannend, wie sich die Verbräuche dann bei diesen Bedingungen bei so unterschiedlichen Autos wie das Model Y und der Volvo C40 entwickeln. Und dass wir so dicht beieinander liegen, das überrascht mich jetzt tatsächlich echt. So, 100 Kilometer unterwegs und wir haben jetzt 28,3. Also es steigt weiter, wie prognostiziert. Ein bisschen haben wir ja noch. Bin mal gespannt, wo wir am Ende landen.
wir haben nach den 100 Kilometer exakt 45% noch im Akku. Das heißt, wir kamen ja von 90%, also wir haben die Hälfte verfahren nach 100 Kilometer bei dem Wetter, also die Hälfte von 90%. Das heißt, mit 90% wären es jetzt rechnerisch 200 Kilometer, mit 100% wären es dann 220 Kilometer. Ja, prognostiziert hat er vorher 260 Kilometer, der Range Assistant, also liegen wir da doch ein bisschen drunter. Und 220 Kilometer finde ich schon ein bisschen wenig, auch wenn das Wetter schlecht ist und wir doch relativ zügig gefahren sind. Aber mit diesem Volvo C40, da ist bei den Verbräuchen und dem Akku scheinbar irgendwie nicht mehr drin. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, jetzt sind wir knapp 120 Kilometer unterwegs. Da hinten ist dann bald die Abfahrt und wir liegen bei 27,9 jetzt im Durchschnitt. Wir mussten ja vorhin jetzt auch wieder auf 120 reduzieren, weil die Geschwindigkeitsbeschränkung ist und bei diesem Sauwetter macht das eh nicht so viel Spaß, mit 130 zu fahren. Jetzt fahren wir also wieder runter und ich bin gespannt, ob jetzt auf dieser Rücktour das Model Y seine Effizienz doch irgendwie ausspielen konnte. Und den Gegenwind, den wir hatten und auch den Regen, der gegen die Scheibe geprasselt ist, doch besser verkraften konnte als der C40. Also, bin gespannt auf das Endergebnis. Ja, wir sind wieder da und wir haben 35% noch im Akku. Gekommen sind wir ja von 90%, also haben 55% gefahren. Die Strecke hier ist laut Tripcomputer 127,7 Kilometer gewesen. Volvos zeigen da immer ein bisschen weniger an. Normalerweise liegt es so bei 129 bis 130 Kilometer. Und wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 27,2. Ja, das ist der C40 und jetzt gucken wir mal rüber beim Model Y, wie da der Endstand war. Ja, 24,1 Kilowattstunden hat das Model Y verbraucht und wir liegen hier bei 44% Akkustand, gekommen sind wir von 86. Ja, echt faszinierend, so weit auseinander liegt das gar nicht. 27,2 zu 24,1, das sind ungefähr so 13% mehr Verbrauch hier beim C40. Das hätte ich doch viel, viel krasser erwartet. Das ist wirklich wahnsinnig interessant. Was die Gesamtreichweite angeht, so ist das jetzt rechnerisch bei den 55%, die wir verbraucht haben für die knapp 130 Kilometer. Rechnerisch liegen wir hier bei 100% dann bei rund 235 Kilometer an Gesamtreichweite. Bei so einem Wetter wie heute, 6 Grad stürmischem Wind und Dauerregen. Wenn das Wetter besser ist, dann sollten die Werte natürlich auch viel, viel geringer ausfallen. Also ich würde mal sagen, den C40 kann man bei einigermaßen trockenem Wetter und wenn es auch ein bisschen wärmer ist, deutlich, deutlich unter 24 Kilowattstunden fahren. Und dann kommt man doch schon eher in diese prognostizierte Reichweite hier vom Range Assist von 260 bis 280 Kilometer. Ist natürlich noch sehr weit von WLTP entfernt, aber wir sind ja auch hier nur Autobahn gefahren. Von daher ist das ein Wert, den man akzeptieren kann, wenn auch natürlich für so ein Auto in der Größe man natürlich in jedem Fall immer mehr erwarten würde. Von daher würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr euch für den C40 interessiert, dann nehmt zumindest dann, wenn ihr es euch leisten könnt, immer die Version mit dem Extended Range. Das ist dann nämlich der größere Akku mit 78 Kilowattstunden, also 11 Kilowattstunden mehr. Das sind dann locker mal eben 50 bis 60 Kilometer mehr Reichweite und das lohnt sich dann schon auf Dauer. Ja, so viel erstmal zu den Verbrauchsunterschieden und jetzt will ich noch mal wissen, der C40 auch mit dem Single-Motor, der soll ja bis zu 150 kW laden können, zumindest an DC. Und das muss er heute natürlich noch mal beweisen. Ich fahre ihn noch ein bisschen runter bis zum Schnelllader, ist ja noch ein bisschen. Dann bin ich so bei 10-15% und dann laden wir ihn mal wieder auf 80-85 hoch und schau mal, wie lange er dafür benötigt und wie viel kW er dann wirklich ziehen kann.
jetzt haben wir also geladen und ich muss zugeben, die Ladekurve hat mich doch ziemlich beeindruckt. Ich meine, er hat zwar nicht ganz die 150 kW gekriegt, der Akku war auch eiskalt, es sind immer noch 6 Grad draußen. Heute ist übrigens ein anderer Tag, also die Fahrt war gestern, heute habe ich geladen, weil gestern war es einfach zu regnerisch. Heute ist es dann so ziemlich sonnig gewesen, aber sehr stürmisch, aber immer noch, wie gesagt, 6 Grad. Und der Akku war relativ kalt, als wir hier an die Ladestation gekommen sind. Und trotzdem hat er in der Spitze die 134 kW gezogen. Nicht ganz 150, stimmt, aber wie gesagt, Akku war kalt. Und neben mir standen zwei ID.4. Die kamen aus Hannover und ich habe mit den beiden Kollegen ein bisschen gesprochen. Und die beiden waren nach 100 Kilometer Autobahn ziemlich gefrustet, dass sie, der eine hatte irgendwie 55 kW bekommen und der andere 81 kW in der Spitze. Ja, und ich hier mit dem C40 bei kaltem Akku 134 kW. Das ist doch mal ein ziemlicher Unterschied. Und ich war in 25 Minuten auf 75% und in 28 Minuten von 10 auf 80%. Das ist noch schneller, als Volvo es angibt. Also, ich bin richtig begeistert hier von dem C40, muss ich sagen. Auch der Verbrauch gestern, er war natürlich nicht niedrig, aber wenn ich das mit dem Model Y vergleiche, ich meine, ich lag hier so 14-15% über dem Model Y. Das ist jetzt wirklich nicht viel. Und ich muss zugeben, ich hätte das diesem C40 so gar nicht zugetraut. Denn man sagt ihm ja nach, dass der Verbrauch von den Volvos doch ein bisschen hoch ist. Das hatte ich auch in meinen früheren Volvo-Tests von dem XC40 oder dem C40 Twin Recharge festgestellt. Aber hier der Single-Motor, der scheint tatsächlich deutlich effizienter zu sein. Und von daher würde ich sagen, Volvo hat das schon ziemlich gut gemacht hier mit dem C40. Ja, und das Fazit der ganzen Geschichte, also ich bin von dem C40 Single Motor echt ziemlich angetan. Er hat mich total positiv überrascht. Also wir kennen ja schon den C40, wir kennen auch schon den XC40, da habe ich ja schon diverse Videos drüber gemacht. Der Wagen sieht im Prinzip genauso aus wie die anderen, aber mit dem einen Motor ist er deutlich effizienter. Kleiner Nachteil ist hier in diesem Auto die kleine Batterie. Dadurch wird der Wagen etwas günstiger, ist auch ein bisschen leichter. Natürlich ist der Verbrauch dadurch auch ein bisschen geringer. Und die Ladegeschwindigkeit bzw. die Zeit, die man an der Ladestation verbringt, ist kürzer. Aber die Reichweite ist auch kleiner. Also diese 235, 36 Kilometer, die wir gestern gehabt hätten, finde ich ein bisschen schwach. 260 Kilometer hat der Range Assist angezeigt. Das wäre okay, aber dazu war der Verbrauch dann doch zu hoch. Ich denke mal, mit dem größeren Akku, also dem Extended Range sozusagen, da gibt es ja diesen C40 Single Motor auch, damit wäre man besser bedient, also zumal auf jeden Fall dann, wenn man öfter Langstrecke fahren möchte. Nichtsdestotrotz, auch mit dem kleinen Akku ist man nach 28 Minuten wieder unterwegs und hat dann wieder die 200 Kilometer, die man fahren kann. Also das ist ein guter Wert. Und wer damit klarkommt, warum nicht? Mit dem größeren Akku dauert es bestimmt ein bisschen länger, dann kommt man aber auch wieder weiter. Und wenn ihr euch mit Volvo anfreunden könnt und auch dem Design, diesem etwas kantigen Design, dann würde ich euch empfehlen, mal einen Blick hier in den C40 zu werfen. Denn es könnte sein, dass ihr euch für den Wagen begeistern könnt, so wie ich. Denn vom Fahren her finde ich diesen Wagen deutlich besser als die Konkurrenz. Er ist einfach extrem spritzig, er ist agil, er ist total wendig und hat wirklich eine super Performance. Und entsprechend auch vom Fahrwerk her ist es für mich das beste Fahrwerk in diesem Crossover-SUV-Segment. Und von daher kann ich nur sagen, ihr müsst es selber mal ausprobieren. Mir persönlich hat es sehr, sehr gut gefallen. Und ich muss zugeben, dass ich den Wagen schweren Herzens dann wieder abgebe. Aber was soll's, Volvo hat ja demnächst noch neue Autos, die auf den Markt kommen. Demnächst kommt ja der XC90, da bin ich ganz gespannt drauf. Ist aber nochmal eine Schippe größer hier als der C40. Ja, in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.